Aber das hier ist alles zu. Ah! 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 Oh mein Gott! Das Ding ist ja riesig! Kommt das überhaupt da lang? Natürlich kommt es da lang. Was soll ich jetzt tun? Wohin so. Oh, ich kann da reingehen. Perfekt. Ich entkomme so einfach. Oh, wir sind in Poppys Playtime und jeder weiß, ich hab viel Zeit. Deswegen nehme ich mir für diese Spielzeit. Irgendwem fange ich voll die Cuphead-Vibes. Auf jeden Fall, Leute, heute spielen wir Poppy Playtime. Alter, dieses Kopfhörerkabel ist... Das Kopfhörerkabel ist so lang, ich verhedder mich immer wieder. Heute spielen wir auf jeden Fall Poppy Playtime. Wir haben kurz vor Halloween, also kommt ein Gruselspiel. Bitte zweifelt meine Logik nicht an. Und Leute, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Let's go. Let's... Die Stimmung hat ziemlich schnell umgeschlagen. Als Ex-Angestellter von Playtime & Co. kommst du nach Jahren des Verschwindens aller anderen Mitarbeiter wieder zurück in die Firma. Wieso sollte ich dann zurück in die Firma wollen? Und wieso hat der Typ dickere Lippen als ich? Okay, ich bin gespannt. New Game. Oh. Nice. You are about to see du wirst the most incredible doll ever invented. Die unglaublichste Puppe aller Zeiten sehen. Ihr Name ist Poppy. And she is the first truly intelligent doll in the world. Hat wirklich Intelligenz. A little girl can talk to her. Ein kleines Mädchen kann Poppy mit ihr reden. Gives her answers. Poppy gibt she die Antworten. Is the first doll actually able to have a conversation with a child. Sie ist die erste Puppe, die wirklich eine Konversation mit einem Kind führen kann. Just watch. Nicht mal ein Mensch kann eine Konversation mit einem Kind führen. Alter. Poppy is as lovable as a real girl and she talks like one too. Oh nein. Poppy, I love you. Can you help me polish my shoes? Bleib Why, weg, of Satan! Course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it. And smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? Für 5,99 Alter, günstig. Sie ist ein echtes Mädchen. What's the genau time? Wie du. Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys Alter. Were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. Touren. What are you waiting for? Come visit the factory. We can't... Okay, ich will hier nicht sein. Du kannst jetzt eine Tour durch eine Firma von einer lebendigen Puppe buchen? Was? Welcher Mensch geht freiwillig in eine verdammte Puppenfabrik? Okay, das ist ein... Willkommen. Die ganze Firma sieht gruselig aus. Was ist das für ein Sound? Aber ich mag die Grafik. Ich appreciate das. Escape, um Pause zu machen? Oh, den Button werden wir auf jeden Fall brauchen. Und das war's. Der Bildschirm ist nicht an. Schade. In welche Richtung laufen wir? Oh, doch, nicht in die Richtung. Lathe Prayer Closing. Okay, wir nehmen das und tun das hier rein, weil das ist beides auffällig grün. Funktioniert? Hi, my name is Lathe Pierre and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Hallo? If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. Du hast meine Warnung bekommen, es ist nicht zu spät, um umzukehren. Ich will aber nicht umkehren, sonst wäre ich hier gar nicht reingegangen. Öffnet sich jetzt vielleicht irgendeine Tür? Anscheinend nicht. Das ist auch wieder grün. Können wir damit was anfangen? Grüne Sachen sind so auffällig. Oh, vielleicht sind das die Farben. Grün, pink, gelb, rot. Grün, pink, gelb, rot. Grün, pink, gelb, rot. Oh mein Gott! Ich bin so ein Genie! Ein blaues Band. Nice. Und ein blauer Kassettenrekorder. Let's go! Playtime & Co. Ist das ein Roboter? Der sieht gruselig aus. Ich bin gespannt. Oh, das ist ein Handroboter. Das ist ein Rucksack mit Händen, den wir an uns dran machen. Kann ich das Ding nehmen? Pull the trigger to fire. Und nochmal, um es einzusammeln. Oh, verdammt. Ich darf nicht auf Mitarbeiter zielen. Oh, nice. Okay. Dann, ich hab's bekommen. Können wir hier durch?
Nee, aber ich weiß schon ganz genau, was wir damit tun können. Und zwar hatten wir hier oben, wie bei dem Eingang, einen Handabdruck. Den benutzen wir und das reicht schon, um die Tür zu öffnen. Oh mein Gott, wie nice ist das denn? Wie unnice ist das, weil diese Puppe ist verdammt gruselig. Alter, ist das ein Riese. Ich dachte, der wäre kleiner. Willst du ein High Five? High Five. Komm. Ist das ein Knopf? Okay, ich habe Angst. Aber zum Glück bewegt sich das Ding nicht. Huggy. Das heißt, er umarmt dich. Ich möchte... War das eine gute Idee? Das war keine gute Idee, oder? Die Puppe hat sich nicht bewegt. Es hat sich so angehört, als wäre irgendwas runtergefallen. Oh, er hat jetzt einen Schlüssel in der Hand? Gib mal ganz schnell her. Dankeschön. Hab ich den? Ich glaube, ich hab ihn. Öffne die... Nice. Und du, Puppe, bleib genau da, wo du bist. Weil du machst mir ein bisschen Angst. Was sollen wir hier tun? Ein Stromkabel. Das ist schon mal interessant. Erinner dich dran. Sei nett zu anderen. Sei rechtzeitig. Versteck dich nicht hinter Türen. Bleib nicht bis nach 8 Uhr. Betrete den Erfindungsflügel ohne Autorisierung. Okay. Oh, kann ich hier? Nice. Easy. Oh. Oh, so funktioniert das. Oh, das ist so nice gemacht. Das Licht geht dabei an. Und hier ist noch so ein zweiter Balken. Kriege ich den überhaupt? Komm schon. Millimeter. Nice! Oh mein Gott! Wie clean haben wir das hinbekommen? Ich glaube, wir haben jetzt alles erfüllt, was wir hier in dem Raum tun müssen. Dann gehen wir... Oh oh. Können wir da nochmal die Hand drauflegen? Vielleicht öffnet das jetzt ja die... Ja! Wir haben ja Strom! Mach dir einen Freund. Ich möchte mir keinen Freund machen. Nein, danke. Was war das? Ich weiß nicht, was das war, aber es hat mir Angst gemacht. Die Tür ist offen. Und es ist dunkel. Okay, wow. Das soll mich erschrecken, eine kleine Dampfwolke. Ich bin auch kein Anfänger. Die Spur auf dem Boden sieht aber ziemlich komisch aus. Anscheinend sind wir jetzt hier im Müllviertel gelandet. Mit komischer Musik, die mir ein bisschen Angst macht. Oh, haben wir einen gelben Kassettenrekorder. Wo ist denn die gelbe Kassette? Die brauchen wir auf jeden Fall. Huggy says, erinnere dich dran, Pausen zu machen. Okay, was haben wir hier? Das ist alles nicht so interessant. Wir haben einen riesigen Greifarm und haben noch keine zwei Hände, womit wir das aktivieren können. Aber wir können hier runterspringen. Wofür brauchte ich die Batterie? Oh, wir sind jetzt hier drin. Puppenkopf, gruselig. Okay, das heißt... Oh, können wir das Ding nehmen? Nice, okay, wir haben zwei. Gibt's noch mehr? Nice, Nummer drei. Wie viele brauchen wir? Da oben waren vier Module. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich vier Stück. Oh, nice, okay. Tür. Ach, die schiebt sich auf. Okay. Und jetzt sind wir wieder in dem Raum. Aber wir haben immer noch keine Kassette oder so. Wir können wieder hochlaufen und diese Module da reintun. Wohin sollten... Welches? Ist egal. Okay. Der Greifarm funktioniert. Aber wir haben immer noch nicht die gelbe Kassette. Oh, warte mal. Das ist unser zweiter Rucksack. Lass ihn doch nicht da runterfallen. Let's go. Wir haben beide Hände. Das ist so gut. Do not enter. Ich soll da nicht reingehen. Wieso sollte ich da reingehen? Oh mein Gott. Das ist creepy. Oh, warte mal. Meine Arme sind noch befestigt. Logisch, dass es nicht funktioniert. Kann ich jetzt hier... Wow! Nice! Slide. Was soll ich greifen? Oh, nice! Wie nice! Okay. Und das Laufband bewegt sich von alleine. Okay. Ah, okay, okay. Das sind Puppen. Das macht mir keine Angst. Entspann dich. Das sind nur Puppenteile. Niemand hat Angst vor Puppenteilen außer Puppen. Obwohl, haben Puppen Angst vor... Ah! Okay. Das war cool. Jetzt nicht der Rede wert, aber es war cool. Mich nervt es, dass wir immer noch nicht das gelbe Band gefunden haben. Ich glaube nicht, dass wir zurückkommen. Ich glaube, wir haben es einfach irgendwie übersehen. Braucht Power. Ja, woher soll ich Power bekommen? Was ist das hier? Das sieht nice aus. Niemand verlässt uns aus ohne ein Spielzeug.
Oh, schöne Firma. Ein Antirassismus-Plakat. Stark. Okay, lauf wieder rum. Irgendwie brauchen wir ja Power. Oh mein Gott. Wieder ein Kassettenrekorder. Das heißt, wir müssen eine Kassette... Okay. Da ist ein Power-Ding. Können wir ja schon festhalten. Ja, das funktioniert. Allerdings, wo sind die Power-Ressourcen? Hier hinten ist eins. Aber schaffe ich es überhaupt, um alle Balken rumzugehen? Oh oh. Das war nicht so gut, oder? Komm schon. Berühr doch. Nice. Wir haben es hinbekommen. Wir haben Power. Glaube ich. Oh, da unten läuft es durch. Nice, nice, nice. Power ist da. Auch ohne, dass wir die Kassette gesammelt haben. Wir sind nice. Give me the power. Power on. Ah! Oh Mann, das ist laut. Alter, ich dachte, das war eine gruselige Fabrik. Okay. Sollen wir jetzt wieder hier reingehen? Do not enter. Kann ich den Raum jetzt verlassen? Nee, man darf ja nicht verlassen ohne ein Spielzeug. Oh. Cool. Ach, wir müssen die Fabrik zum Laufen bringen? Na klar, das können wir machen, gerne. Sind woanders noch Knöpfe oder Hebel? Was haben wir denn jetzt hier reingetan? Spielsachen. Okay, dann müssen wir darauf warten, dass unser erstes Spielzeug fertig ist. Ich hoffe, das passiert jetzt automatisch. Und danach sollen wir vielleicht hier bei Do Not Enter rein. Ich bin mir nicht sicher. Oh, was? Was zur? Da, 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 bitte öffne die Tür. Bitte öffne. Okay, anscheinend nicht. Dann nehme ich dich halt mit und darf vielleicht den Raum verlassen, weil ich habe ein Spielzeug. Und das platziere ich jetzt hier. Nice, das wurde gescannt. Wie dämlich ist das denn? Okay. Angestellte nur. Ich bin Angestellter. Aber das hier ist alles zu... Ah! 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 Oh mein Gott! Das Ding ist ja riesig! Kommt das überhaupt da lang? Natürlich kommt es da lang. Was soll ich jetzt tun? Wohin so... Oh, ich kann da reingehen. Perfekt. Ich entkomme so einfach. Es ist verdammt dunkel, aber es ist mir egal. Besser als von dieser riesigen verdammten Puppe verfolgt zu werden. Oh mein Gott. Nein! Das Ding verfolgt mich immer noch. Okay, wohin soll ich? Ich weiß es nicht. Ich bin ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ah! Steh auf. Alter, war das verwirrend. Wo soll ich denn kommen? Vor allen Dingen, kann das Ding irgendwie seine Größen ändern? Weil eigentlich sollte es doch niemals hier reinkommen, so riesig wie das Ding ist. Danger, don't. Alles ist gut. Das Ding ist hinter mir. Das ist nicht gut. Okay, wir laufen noch richtig. Noch sind wir richtig. Es ist hinter mir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es krabbelt. Langsam kenne ich den Weg. Das ist gut. Ich probiere einfach weiter zu laufen. Oh mein Gott, ist das Ding nah hinter mir. Komm schon, nur noch ein paar Meter. Wir können nur geradeaus laufen. Das ist gut. Außer natürlich, wir können hier lang. Okay. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Ich bin da jetzt einfach mal lang gelaufen. Das sieht nicht gut aus. Oh oh. Oh oh. Öffne mir die Tür. Dankeschön. Ich weiß noch nicht, wo... Bitte kann das hier aufhören. Das ist voll verwirrend. Der ganze Weg hier. Okay, jump, jump, jump. Schneller, schneller. Let's go. Perfekt. Was sollen wir jetzt tun? Was soll ich jetzt tun? Ist alles gut? Soll ich hier warten? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe aber Angst gerade. Ich habe so viel Leben verloren. Oh! Komm schon! Komm schon! Nice! War das richtig? Oh, die Figur ist runtergefallen. Das ist gut. Und ich hoffe, sie verfolgt mich nicht mehr, weil ich keinen Bock mehr darauf habe. Das Ding ist so gruselig. Vor allen Dingen die Musik. Es müsste ja irgendwo da unten liegen. Ich hoffe, du hast dir verdammt doll wehgetan. Wirklich. Wo bin ich hier überhaupt angekommen? Eine Kassette? Nehme ich mit. Eine schwarze. No run, stop. Go back, turn around. Wieso... Ich nehme erstmal den Kassettenrekorder. Lass mich hier reintun. Komm schon. Was kommt jetzt hier? Nice. Schöne Kassette. Oh. Final log in relation. Experiment 1006. Experiment 1. Prototype. Coordination and cooperation. Läuft die Kassette auch, wenn ich weiterlaufe?
Weil auf dem Bildschirm erscheint sowieso nie was. Das sieht gruselig aus. Okay, weiter geht's. Wo sind wir hier angekommen? Das sieht nicht mehr aus wie die Spielzeugfabrik. Das hier sieht komplett anders aus. Yo, die Musik. Snily hat Angst. Eine kleine Wohnung. Mit einer roten Tür. Wer hat so eine rote Tür? Kein Mensch hat so eine rote. Okay, so ein Wahrsager-Roboter. Wie geht's dir? Kann ich dich öffnen? Das war keine gute Idee. You opened my case. Du hast meine Truhe geöffnet. Ja, das weiß ich. Oh, das war's schon. Chapter 1. Was heißt schon? Das war extrem lange. Wie nice war das Spiel denn gemacht? Alter. Okay, ich würde mich sehr über ein Chapter 2 freuen. Vor allen Dingen von der Grafik her fand ich das Spiel wahnsinnig gut gemacht. Leute, was haltet ihr von dem Spiel? Was für ein Rating gibt ihr dem Spiel von 1 bis 10? Ich gebe dem eine gute 8 für einen Indie-Entwickler. Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da. Ich muss mich jetzt erstmal beruhigen. Ich beende hier das Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye-bye.